Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Ich möchte heute einen asiatisch angehauchten Glasnudelsalat mit euch machen. Und dazu nehme ich mir jetzt erstmal eine Karotte und schneide die in feine Streifen. Dann nehme ich mir die Frühlingszwiebel, die schneide ich einfach so in feinere Streifen. Dann nehme ich mir noch eine rote Paprika. Da könntet ihr auch zum Beispiel, wenn ihr mehr Farbe reinbringen wollt, eine gelbe Paprikaschote nehmen. Und dann nehmen wir uns noch zwei Tomaten. Da nehme ich einmal den Strunk oben raus. Und viertel die. Und schneide die dann in so kleine Stückchen. Dann kümmern wir uns jetzt um die Glasnudeln. Ich habe jetzt hier diese, da sind 100 Gramm drin. Da ich jetzt die doppelte Menge machen werde, nehme ich gleich zwei Tüten davon und gebe mir die einfach einmal in einen Topf. Hier bei denen sind immer noch Fäden rum. Die sollte man natürlich vorher entfernen. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist schon mal der Wasserkocher, denn ich bringe jetzt schon mal 1 Liter Wasser zum Kochen. Und das werde ich, sobald es kocht, einfach einmal über die Nudeln gießen. Das Ganze lasse ich dann 2 Minuten ziehen und dann sind die auch schon fertig. So, dann schneide ich mir einmal eine halbe Zwiebel, denn die werde ich jetzt in etwas Sesamöl glasig dünsten. So, dann schäle ich mir noch meinen Knoblauch. So, mein Wasser hat jetzt gekocht und das gebe ich jetzt einfach über die Glasnudeln und lasse die darin 2 Minuten drin ziehen und dann sind die auch schon fertig. So, dann kümmern wir uns jetzt um das leckere Dressing. Da nehme ich einfach meine Knoblauchzehen, schneide mir die noch dreimal bzw. zweimal durch in 3 Teile, gebe die mit dazu. Dann habe ich hier ein bisschen Palmzucker. Ich habe jetzt hier die feste Variante, ich habe keinen bekommen, der lose ist. Da schneide ich mir jetzt einfach so ein bisschen was von ab. Es muss nicht viel sein. So circa ein halber Teelöffel und gebe den mit dazu. Dann kommt noch eine halbe Stange Zitronengras mit rein. Und dann wird das Ganze erstmal schön mit dem Mörser bearbeitet. So, nachdem das Ganze jetzt zu Mousse bearbeitet ist, kommen die restlichen Zutaten dazu. Ich habe jetzt hier den Saft einer Limette. Den gebe ich einfach mit da rein. Und dazu kommen jetzt 6 Esslöffel Sojasauce.
und 2 Esslöffel Sesamöl. Denn ich muss sagen, ich liebe Sesamöl wirklich mega. Also ich stehe total auf den Duft von Sesamöl. Darum habe ich jetzt die Zwiebeln auch darin angebraten und die ganze Küche riecht danach. Ihr müsst aber darauf achten, wenn ihr Sesamöl kauft, dass es aus gerösteten Sesamsamen ist. Denn das ist das, was richtig, richtig lecker riecht. Dann gebe ich einmal meine Zwiebeln mit dazu, die wir gerade angebraten haben. Und hier gieße ich dann auch schon das Dressing drüber. Lecker. Ich freue mich schon. Also wir essen es wirklich total gerne und essen den Salat auch ganz, ganz oft, muss ich sagen. Unsere Tochter natürlich nicht, weil der ist es einfach viel zu scharf. Aber uns schmeckt es richtig gut. So, ich werde jetzt einmal meine Glasnudeln abkippen. Und dann fügen wir die hinzu. Dann lasse ich es meist noch ganz kurz durchziehen. Nur so 5 Minuten und dann kann das Ganze auch schon verzehrt werden. So, und die Glasnudeln einmal drüber. Und das Ganze richtig schön vermengen. Das ist gar nicht so einfach mit den Glasnudeln, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber das Ganze sollte gut funktionieren. Und jetzt durch die Wärme der Glasnudeln kommen erstmal die Geschmäcker bzw. die Gerüche richtig zur Geltung. Das riecht so mega lecker. Ich kann euch das nur empfehlen. Absolut perfekt. Ich lasse den jetzt noch 5 Minuten stehen, ein ganz kleines bisschen durchziehen. Dann tue ich das Ganze auch schon auf und dann probieren wir natürlich nochmal zusammen. So, meine Lieben, so schaut der fertige Glasnudelsalat jetzt aus. Ist das nicht yummy? Richtig, richtig, richtig lecker und frisch sieht das Ganze aus. Und wie immer würde ich sagen, wir probieren jetzt einfach mal zusammen. Richtig lecker. Sorry für den Schmatzer, aber es ist einfach so lecker. Ich hoffe, der eine oder andere von euch probiert das Ganze mal aus. Ich würde mich super darüber freuen, über euer Feedback und wie es euch geschmeckt hat. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich super über ein Abo von euch freuen und natürlich über einen Daumen hoch. Und freue mich natürlich auch über jeden Kommentar, den ich bekomme. Auch wenn es konstruktive Kritik ist, finde ich das immer klasse von euch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao! Thank you.